Hey Leute, was klappt und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon den Titel gelesen habt, schauen wir uns heute an, wann wird das neue Update endlich in Brawl Stars kommen. Ja, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst euch gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst doch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Kostet euch keinen Cent, würde ich auf jeden Fall mal machen. Aber dann würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr länger drum herum, gehen wir direkt rüber in Brawl Stars. Okay Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in Brawl Stars und ich würde sagen, ich fange direkt an und call ein Datum. Ich glaube nämlich, dass das Update schon morgen am 10.3., also am Mittwoch, kommen wird. Okay, warum Leute? Ich erkläre es euch. Also, normalerweise war es in der Vergangenheit so, dass die Brawl Stars Creator, also die Supercell Creator, immer 2 Tage vor dem Update ein Video hochgeladen haben, wo sie den Brawler vor allen anderen gespielt haben. Und tatsächlich haben die Brawl Stars YouTuber gestern schon ein Video hochgeladen, wo sie vor allen anderen den neuen Brawler Stu gespielt haben. Also kann man daraus schlussfolgern, wenn wir uns die letzten Updates anschauen, dass das Update 2 Tage später kommen sollte. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass momentan wieder ein riesengroßer Hype um Brawl Stars ist. Also schon allein, wenn wir auf YouTube schauen, jeder große YouTuber hat wieder deutlich mehr Zuschauer in seinen Livestreams und deutlich mehr Views auf seinen Videos. Und natürlich möchte auch Supercell von dem Hype profitieren. Und das geht eigentlich nur, wenn sie das Update so schnell wie möglich bringen. Denn mit jedem Tag, den sie warten, bevor sie das Update bringen, wird der Hype ein bisschen kleiner und weniger Spieler werden wieder anfangen, das Game zu spielen. Beziehungsweise, ja, weniger Leute sind einfach hyped auf das Game. Okay, Leute, und der dritte Grund, den ich dafür habe, dass das Update morgen kommt, ist, dass einfach am schlauesten wäre für Supercell, das Update in der Mitte der Woche zu bringen. Denn das Problem ist, wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass mit neuen Updates immer mal wieder neue Bugs und auch Server-Errors in das Game kommen. Und gerade mit Stu, einem Brawler, den so ziemlich jeder gratis bei 10.000 Trophäen bekommen wird, könnte es leicht dazu führen, dass wieder Server crashen werden, genauso wie bei Edgar. Ja, um solche Fehler dann zu fixen, beziehungsweise dann quasi Server zu warten, ja, muss es auf jeden Fall unter der Woche sein, denn natürlich am Wochenende arbeitet bei Supercell auch keiner. Und stellt euch mal vor, das ganze Game würde ein Wochenende lang nicht funktionieren. Das wäre auf jeden Fall Horrorszenario für Supercell. Aus dem Grund muss auf jeden Fall das Update unter der Woche kommen. Am besten Mitte der Woche, dass Supercell auf jeden Fall auf Probleme mit dem Update reagieren kann. Okay Leute, viele von euch werden es wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben haben. Ey, feuert euch, das Update kommt nicht morgen, sondern es kommt erst am 11.3. Ja, das hat auch Clash Games in seinem Video gestern gesagt, wenn ihr das gesehen habt. Und natürlich ist es auch eine Option, dass das Update erst am 11.3. kommt. Dafür gibt es auch mehrere Gründe. Der Hauptgrund aber ist, dass noch ein wichtiges Video von den Supercell-Creatern fehlt. Denn im Brawl Talk wurde angekündigt, dass auf jeden Fall vor dem Update noch die Supercell Creator ein Video zur Power League hochladen. Und dieses Sneak Peek, das fehlt leider noch, denn heute haben die ganzen Supercell Creator kein neues Sneak Peek hochgeladen, sondern zum Beispiel Lukas, einer der größten Supercell Creator, hat heute Stu mit allen anderen Brawlern verglichen. Gut, aber es muss nicht sein, dass das Update nur deswegen am Donnerstag kommt, denn viele von euch werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, die normale Powerplay Season, die geht ja noch ein paar Tage. Die endet erst am 14.3. Deswegen wird es auch reichen, die Power League erst am Wochenende vorzustellen. Außerdem ist es ja auch noch möglich, dass morgen früh, also wenn das Update zum Beispiel um 9 kommt, dass morgen früh um 6 die Content Creator noch ein Video hochladen können zur Power League. Das gab es in der Vergangenheit übrigens auch schon. Okay, und jetzt werden einige von euch wahrscheinlich noch in die Kommentare schreiben, ey, feuert euch, aber das Update kommt doch erst viel später, es kommt erst am 14.3. Ja Leute, es gibt auch viele, die behaupten, dass das Update erst am 14.3. kommt, denn wie gerade schon erwähnt, endet die PowerPoint Season am 14.3. und natürlich mit Ende der Powerplay Season wird die neue Power League eingeführt und deswegen wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, dass das Update erst am 14.3. kommt. Okay, aber Leute, ich kann es euch, glaube ich, ziemlich sicher sagen, dass das Update nicht am 14.3. kommen wird. Denn das Problem ist, dass natürlich die Sneak Peeks für Stu zum Beispiel jetzt schon draußen sind. Und alle neuen Skins wurden natürlich auch schon vorgestellt und gesagt, wie viel die kosten. Deswegen wäre es echt blöd, jetzt noch eine Woche zu warten, um das Update zu bringen. Außerdem muss man natürlich auch wieder auf das Hype-Argument kommen. Wenn die jetzt wirklich noch eine Woche warten sollten, bis sie das Update bringen, wird der ganze Hype um das Update weg sein. Und das wäre natürlich blöd. Was eine Möglichkeit wäre, wäre, dass es 2 Updates gibt. Dass das eine Update quasi morgen kommt, indem Stu als neuer Brawler kommt und das zweite Update erst am 14.3. kommt. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir gut vorstellen könnte. Oder Supercell macht das so, wie sie es schon oft gemacht haben, mit zum Beispiel neuen Brawl Pässen oder so, dass sie einfach morgen das Update bringen und dann quasi die Power League versteckt in den Gamefights lassen und dann einfach am 14.3. diesen
diesen versteckte Code-Element aktiviert und dann ab dem 14.03. quasi Power League spielbar ist. Okay Leute, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Schreibt unbedingt mal noch unten in die Kommentare, wann ihr glaubt, wann das Update kommt. Glaubt ihr genauso wie ich, dass es morgen kommt? Oder glaubt ihr eher wie Clash Games, dass es erst am Donnerstag kommt? Schreibt das auf jeden Fall mal unten rein. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und vergesst doch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren für mehr Brawl Stars Content. Aber dann will ich sagen, habt einen schönen Tag, spielt nicht so viel Brawl Stars, haut rein und tschüss, meine Freunde. It's gonna be a long night.